Willkommen zurück bei The Witcher. Ab in die Gruft. Mal schauen, was uns hier drin erwartet. Berengar, der mysteriöse Hexer und Ausgestoßene. Endlich habe ich ihn gefunden. Jetzt gibt's was auf die Glocke. Was wollt ihr, Hexer? Ich suche euch schon eine ganze Weile, Berengar. Ich habe ein paar Fragen. Wollt ihr sagen, ihr sucht nicht nach dieser legendären Rüstung? Nun, dann werdet ihr einen Moment warten müssen, denn gleich werden eine Erscheinung und mehrere Bruxer hier sein. Werdet ihr mit ihnen fertig? Traut ihr mir das nicht zu? Okay, spielt ruhig den harten Kerl. Wie der alte Haudegen Wesemir zu sagen pflegte, kämpft und lasst euch überraschen. Ich höre sie kommen. Macht euch bereit. Ich bin seit meiner Kindheit bereit. Dafür haben diese Bastarde in Kaer Morhen gesorgt. Was jetzt hier? Kommt da jetzt Gegner? Ja. Jetzt muss ich hier gegen die komischen Viecher kämpfen, oder was? Wollt ihr mich jetzt verarschen, oder wie? Also gut, hauen wir gleich mal Gruppe rein. Sind das nur mehrere? Habt ihr so gewollt? Kein Problem. Oh, starker? Nein. Auch ganz schnelle. Komm, guck sie nieder hier. Der macht ja gar nichts. Verdammter Scheiße. So. So, jetzt, Junge. Ich muss einen Auftrag erledigen. Kommt mit mir, wenn ihr wollt. Alter, du bist doch ein Wichser, ey. Kann man nicht plündern. Doch. Geht was. Wie war's schon? Überreste. Hey, ich kann die nicht plündern alle. Wo ist er jetzt hingerannt? Ist er jetzt nach links oder nach? Ah, da ist er. Guter Stil, aber nicht perfekt. Bei einer halben Drehung sind eure Lenden ungeschützt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich zeige es euch, wenn wir hier raus sind. Ich will nicht über Schwertkampf reden. Was wisst ihr über die Salamandra? Er kommt gleich zur Sache. Wisst ihr, warum ich lache, Geralt? Nein. Ich lache über euch. Ihr seid ein typischer Hexer. Schnell, tödlich und so sehr von euch überzeugt. Unerschütterlich davon überzeugt, was recht ist. Denkt ihr, ihr seid besser als ich? Keine Ahnung. Aber ich will nicht mit euch kämpfen. So ist es richtig. Der Kodex verbietet es. Passt auf. Da kommen sie wieder. Wart nur, du. Ich hau dir gleich auf die Backe. Zück mal lieber dein Schwert, Junge. Ich sehe fast gar nichts drin, aber... Es geht. Zum Kämpfen reicht's. Die eine steht neben mir und guckt zu. Das ist ja lustig. Na komm, du kommst auch noch dran. Ich kämpfe gegen irgendwelche Nackten. Ah, zu langsam. Die hat mich. Ich treff nicht. Sterb. Ich verzaubert. Ah, das war zu schnell. Ey, die halten aber ganz schön was aus, muss ich sagen. Ah, das war wieder zu schnell. Ah. Ja. Haben die was? Natürlich haben die was. Alter. Der. Ich will das mitnehmen. Okay. Weiter geht's. Das war zu einfach. Berengar, ich habe nicht vor, mich von ein paar Bruxer töten zu lassen, wenn es das ist, worauf ihr spekuliert.
Reden wir. Wer sagt, dass ich mit euch reden will? Wollt ihr mich zwingen? Das hatte ich nicht vor. Ich dachte mir... Da wir beide Hexer sind, würden wir eine Einigung erzielen können? Für mich seid ihr nicht besser als dieser Schurke von Professor. Ihr seid nur noch Scheinheilige. Also habt ihr doch mit den Salamandra zusammengearbeitet. Das habe ich nie gesagt. Verdammt. Oh, ich höre schon wieder, dass da so komische, verschimmelte Weiber kommen. Ja, super. Fuck, fuck. Und ein Geist, ja prima. Das war ja klar. Hauen wir mal Gruppe rein. Sind ja genug da zu vermöbeln. War das nötig? Schneller Kampfstil rein. Weg! Weg! Ich muss erstmal was fressen, ey. Sonst überlebe ich das nicht. Sonst überlebe ich das nicht. Ey, ich habe einen Ring bekommen, stimmt. Besser gesagt, ich habe... Ey! Wo ist der goldene Ring? Alter! Der ist weg. Ich habe doch so einen komischen... Ach, war das nicht was zu essen? Oh. Okay. Ich habe gedacht, ich hätte noch ein kleines Ringchen hier. Getränk, nein, nein, nein. Ich möchte was essen. Da, da. Genau. Jetzt hau rein. Jawohl. Ha. Es sieht aus, als seien wir hier fertig. Können wir uns unterhalten? Von mir aus. Aber nicht hier. Gehen wir raus. Setzen wir uns an mein Feuer. Endlich. Na jawohl. Also. Wo ist jetzt? Da. Da gibt es eine neue Axt. Chance auf kritischen Effekt. Bluten 60. 50. Die nehmen wir mit. Die sieht auch noch gut aus. Teil einer Rüstung. Wo kann ich das Ding benutzen? Teil einer Rüstung. Heieiei. Das ist ein Ring. Ist aber nur eine Wertsache. Wie kann ich das Ding benutzen? Muss ich das irgendwie schmieden oder? Doppelklicken ziehen Gegenstand zu nehmen oder zu verwenden. Ein Teil einer seltene. Sehr alt aus. Ach, das ist ein Questgegenstand. Jetzt. Ah, das kommt da oben rein. Ich habe mich schon gewundert, ey. Sehr gut. Okay, was gibt's noch Tolles hier? Ein verstümmelter Leichnam. Nehmen wir das auch noch mit. Sarkophag. Schauen, ob es da noch was Tolles gibt für uns. Was ist das? Schwarzpulver. Gut. So. Bin ich jetzt in die richtige Richtung oder laufe ich gerade hier einen Scheiß zusammen? Ich glaube, der ist daraus, ne? Ja. Der ist in die Richtung gelaufen. Alter. Hier ist nur eine Truhe. Also ist er doch in die andere Richtung gelaufen. Okay. Dann geht's wohl daraus. Wieder alles zurück. Lalalalalalala. Stock und Stein, ich laufe ganz allein. Hey, da ist noch eine Kiste, die will ich haben. Da ist noch eine Kiste. Und da? Ist da auch noch was? Nö. Da. Aha. Seht ihr? Da wirft man doch mal gern was weg. Den Kringel. Kann man gut verkaufen, den Fisch will ich nicht haben, brauche ich nicht. Perfekt. So, da schauen wir mal, wo der ist. Irgendwo draußen. Luftausgang. Ach, raus aus dem dunklen Loch, ey. Boah. So was. So, ey, du, halt! Da liegt ein Leichnam.
der hat Kohle dabei und ein bisschen Alk. Ja. Nehmen wir auch mit. Hey, bleib stehen. Wenn du nicht so schnell. Wo hat denn da seine. Ah, hier. Okay. Also, rede. Los. Wir können am Feuer reden. 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 Hey, du Penner, wir sind am Feuer. Wir können am Feuer reden. Wir können am Feuer reden. Du Arsch, soll ich da anzünden? Ja, und jetzt? Jetzt muss ich hier pennen oder was? Damit der mit mir labert oder wie? Jetzt pass mal auf hier. Okay. Bis Mittag. Ich gebe dir die Chance bis Mittag. Und dann reden wir aber. Rede. Ja. Also, was gibt es so Dringendes? Ich fange am besten am Anfang an. In welcher Verbindung steht ihr zu den Salamandra? Was zur Hölle? Die Geschichte ist schnell erzählt. Sie haben mich vor einiger Zeit gefunden und der Professor hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Ihr wisst schon, sowas wie, hilf uns oder du frisst deine eigenen Eier. Ich habe getan, was ich tun musste. Es ist witzig. Sie erinnern mich an Hexer. Ich hatte nie eine Wahl. Weder bei denen, noch bei euch. Erst machten mich die Hexer zu Mutanten. Dann machte mich der Professor zum Verbrecher. Ein doppelt Ausgestoßener. Ich bin bei der ersten Gelegenheit geflohen. Sie haben nichts von mir erfahren. Ich habe niemanden verkauft. Und dann kam ich hierher. Das heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den... Wodai neu lösen. Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Wodja neu lösen. Was? Haben sie euch geschickt, um meinen Vertrag aufzulösen? Soll mir recht sein. Nehmt ihn. Was für einen Vertrag? Den Vertrag zwischen den Menschen und den Wodja neu, Frieden zu stiften. Beide Seiten kamen zu mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Und die Aufgabe passt perfekt zu eurer heiligen Legende. Höre ich da etwa Neid? Macht euch nicht so wichtig. Ich verachte Menschen wie euch zutiefst. Schweift nicht ab. Mein Rat? Löscht eine der zwei Seiten aus. Dann ergibt sich der Rest. Ja, du Witzbold, ich bin noch gar kein Mensch. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Kennt ihr die Legende nicht? Ich dachte, jeder Hexer hätte davon gehört. Erzählt mir davon. Wie Legenden nun mal so sind... Berichtet die Legende von einem großen Krieger. Sie ist noch langweiliger als Rittersporns Ballade über euch, auch wenn das kaum möglich scheint. Unser Held trug zwar eine Rüstung, wendete aber die Kampftechniken eines Hexers an. War er ein Hexer? Wer weiß. Das klingt interessant. Man nannte ihn Rabe. Er hatte Beziehungen zu Erfindern unter den Gnomen, die über ein überlegenes technisches Wissen verfügten. In ihren geheimen Werkstätten unter dem Carbonberg schufen sie eine ebenso feste wie leichte Rüstung. Perfekt für einen Hexer. Eine legendäre Rüstung. Vielleicht sollte ich mich mal als Schatzjäger versuchen. Viel Glück. Vermutlich wurde Rabe in ihr begraben. Schon seit langem durchsuche ich Friedhöfe, um sie zu finden. Kennt ihr jemanden, der mir mehr über diese Rüstung erzählen kann? Der hiesige Schmied ist auch ein Erfinder. Und er kennt die Legende. Ihr könnt es aber auch bei dem Elfenhandwerker versuchen. Das werde ich tun. Ja? Ja, es ist der Penner da beim Strand, oder wie? Also gut, dann suchen wir mal den Priester. Wisst ihr, wo ich den freundlichen Priester der Wodja neu finden kann? Beim Altar der Herren des Sees am Ufer. Manchmal jagen ihn die Anhänger Dagons fort. Da müsst ihr auf ihn warten, falls das nicht unter eurer Würde ist. Verstehe. Ja? Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ja. Eure Lenden sind ungeschützt, wenn ihr eine halbe Drehung macht. Jeder Anfänger würde das bemerken. Ich weiß sogar warum. Würde es euch was ausmachen, es mir zu erzählen? Um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können, müssen beide Beine gesund sein. Eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht. Möglich. So ist das eben. Lebe durch das Schwert, stirb durch das Schwert. Ja, prima. Lebt wohl. Okay.
Ich sollte andere Arbeiten erledigen, oder was? Ich sollte mit ihnen. Ja, Schmied und bla und Gedöns. Ja, also ich wollte da nochmal sagen, ciao, gell. Und das wollte ich auch zu euch sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Bleibt dran.